Ja, hallo miteinander. Eine kurze Einführung zu einem weiteren Beitrag in unserer Reihe Das kritische Glossar. Und der Begriff, den ich heute ein bisschen so vorstellen möchte, ist der Begriff Kontext. Ja, hört sich vielleicht komisch an, aber Kontext ist schon ziemlich wichtig, weil in den meisten Forschungen, wo bestimmte Interventionen auf ihren Erfolg überprüft werden, heißt es dann, naja, das hat nicht geklappt, weil der Kontext nicht stimmt. Und der Kontext oder auch die Arbeitsumgebung, das kann sehr verschiedenes sein. Und in den verschiedensten Forschungen werden ganz unterschiedliche Kontexte beschrieben. Und das bringt die Schwierigkeit mit sich, dass man diese Ergebnisse nicht so unmittelbar vergleichen kann. Also, was ist der Kontext? Und dazu hat sich hier eine Gruppe mal aufgemacht, um den Begriff ein bisschen einzuengen und ein gemeinsames Begriffsverständnis zu entwickeln. Das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig und lobenswert. Die unterscheiden drei Ebenen. Das sind einmal die Hauptdomains, also die Hauptbereiche, könnte man sagen. Zu diesen Hauptbereichen gibt es bestimmte Eigenschaften, Attribute, Attributes. Und diese Eigenschaften, die sind wieder gekennzeichnet durch bestimmte Kennzeichen. Hier im Englischen heißt das Features. Wir haben also Domains, Attributes und Features. Und die unterscheiden im Wesentlichen sechs große Hauptbereiche. Das ist zum einen der Kontextnutzer. Also, was für Patienten habe ich denn da? Ne, da wäre also zum Beispiel im Demenzbereich zu gucken, sind das denn eigentlich Patienten, die alle die gleiche Demenz haben oder die gleiche Schwere oder vielleicht die gleiche Komorbidität. Also das heißt, findet eine Intervention in einem Kontext statt, wo wir eine relativ homogene Population haben oder sehr unterschiedliche Menschen. Und dann auch, welche Erwartungen? Ja, also haben die Nutzer, die so etwas, die an einer solchen Intervention teilnehmen. Also der erste Bereich wäre Kontextnutzer mit den Eigenschaften Patient und Erwartungen. Der zweite Kontextfaktor, also Hauptbereich, wäre Anbieter und Personen. Also was sind das denn für Mitarbeiter, die dort tätig sind? Was haben die für einen Hintergrund, für eine Qualifikation? Und in welchem Rahmen findet das Ganze statt? Ist das jetzt eine Tagespflege, eine Kurzzeitpflege, ein stationärer Bereich, ein ambulanter Bereich, ein Krankenhausbereich? Also Anbieter und Personen wäre der zweite wichtige Kontext. Der dritte sind sogenannte interne Arrangements, also internal arrangements. Ja, gemeint ist damit so, wie ist die Kultur der Einrichtung? Zum Beispiel, hat man sich dort auf einen personenzentrierten Ansatz verständigt? Ist das eher eine relativ funktional definierte Kultur? Welche Regelsysteme hat man dort? Damit ist so das Kommunikationsprofil gemeint und die Schnittstellen, ja. Und was gibt es dort für ein Führungsverständnis und für ein Managementverständnis? Das sind so die internen Arrangements. Und wir wissen ja, dass viele Interventionsforschungen zum Ergebnis haben, es fehlt an entschiedener Unterstützung durch das Management oder durch die Führung. Oder die Kultur passt im Grunde genommen überhaupt nicht zu dieser Intervention. Der vierte Faktor ist ein bisschen ähnlich wie interne Arrangements, ist aber anders akzentuiert, und zwar heißt er Strukturen und Netzwerke. Damit ist so gemeint einmal die physischen und auch physischen Ressourcen, die zur Verfügung stehen, ja. Dann aber vor allen Dingen Kommunikation und Beziehungen. Also, wer sind denn hier die Stimmungsmacher, die Meinungsmacher? Wie redet man denn über diese Intervention? Wie wird die so in die alltäglichen Arbeitsläufe eingefügt? Welche Unterstützung erfährt man dabei? Und gibt es sowas wie Groupthink? Also, das sind so eher informelle Vorstellungen davon, was eigentlich wichtig ist und was im Vordergrund steht. Und nicht so sehr die offizielle Ideologie, sondern sagen wir mal die internen Auffassungen, die man darüber hat, wie eigentlich hier was läuft. Der fünfte Bereich, das ist die Veränderungsbereitschaft. Also, wie ist denn das Arbeitsklima?
Ja, so ist man da eigentlich so aufgestellt, dass man die Auffassung hat, ja, hier muss man auch mal was ändern. Oder ist die Bereitschaft sehr gering, weil man sich sagt, eigentlich kommen wir klar, ne? Und gibt es viele andere Veränderungsprozesse, die parallel laufen, die also vielleicht die Veränderungsbereitschaft auch negativ oder auch positiv unterstützen? Und der letzte Faktor, der das Ganze dann nochmal so abrundet, ist natürlich das Gesundheitssystem. Ja. Warum ist das wichtig? Die sagen, also es bedarf eines gemeinsamen Rahmens, eines gemeinsamen Verständnisses von dem, was Kontext ist, um auf diesem Verständnis gezielte Assessments aufzubauen, um diese verschiedenen sechs Ebenen auch gut abzubilden und einzuschätzen und dann eben auch in der Lage zu sein, diese verschiedenen Kontextfaktoren nach einem einheitlichen Muster zu beforschen. Das wiederum ist die Basis, um sogenannte Veränderungsagenten, ja, ulkiges Wort, Change Agents, also Leute, die im Grunde genommen Programme vorantreiben und die eine Intervention umsetzen wollen, um die entsprechend zu unterstützen, damit die also gucken können, ja, warum liegt das eigentlich, dass jetzt etwas funktioniert oder dass etwas nicht funktioniert. Also so ein gemeinsames Kontextverständnis soll letztlich dazu führen, eine gemeinsame Beforschung solcher Kontexte zu ermöglichen und auch um die dort Tätigen, denen ein Assessment-Repertoire zur Verfügung zu stellen, um diese verschiedenen Kontexte auch verlässlich einzuschätzen und dementsprechend tätig zu werden. Alles andere lesen Sie nach. Es gibt dazu einen Text. Viel Spaß beim Lesen. Herzlichen Gruß, Christian Müller-Herge.